Das sagt der Mohammed, sagt schon, der Sertac, Gott bestraft aus Gerechtigkeit und belohnt aus Barmherzigkeit. Und Josef, da würde ich dich mal fragen, was du dazu denkst. Und zwar gucken wir uns das mal an, 38,15. Mit einer guten Natur. Pfarrer, zu dem du gehen musst und beichten musst. Und er dann sagt, der Herr hat dir deine Sünden vergeben. Nein, du behältst die Sünde für dich. Es ist eine Sünde, deine Sünden an andere weiterzuerzählen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man das machen darf. Und prinzipiell ist es verboten, deine Sünden nach außen zu tragen. Und das ist die islamische Position. Das ist die islamische Position, wo wir sagen, Gerechtigkeit ist nur, wenn Gott jemand ist, der nicht auf sowas, dass er nicht beschränkt wird aufgrund von Blut, wie Paulus es sagt. Jetzt. Und wir sagen, dass Gott aus Gerechtigkeit bestraft und aus Barmherzigkeit belohnt. Vielen Dank. Bruder Barak, okay, also das war jetzt sein abschließender Satz. Gott bestraft aus Gerechtigkeit und belohnt aus Barmherzigkeit. Was würdest du dazu sagen? Ja. Also Gerechtigkeit, ich definiere das immer, Gerechtigkeit ist, wenn man bekommt, was man verdient hat. Mhm. Barmherzigkeit in dem Sinne, im Unterschied auch zur Gnade, Barmherzigkeit ist, wenn man nicht bekommt, was man sich an Strafe verdient hat. Ne? Mhm. Und eine Belohnung ist etwas, was man sich verdient hat. Das ist keine Barmherzigkeit. In dem Sinne. Mhm. Einen Lohn, eine Belohnung, die hat man sich verdient. Durch eine Heldentat etwa, eine Belohnung, ein Findelohn, ein Lohn am Monatsende und so weiter. Das ist eigentlich nicht etwas, was man aufgrund von Barmherzigkeit bekommt, sondern eine Belohnung ist auch Gerechtigkeit. Ne? Das habe ich mir verdient. Ja. Mhm. Wobei ich vermute, soweit denkt er nicht mal, dass Belohnung an sich schon was mit Verdienst zu tun hat. Das vermute ich nicht mal, dass er unbedingt das soweit denkt. Aber nicht, das sagt er, das ist die islamische Position. Wobei nicht, dass Gott aus Gerechtigkeit bestraft. Das würden wir auch so sehen. Und das, was Gott uns gibt, sage ich jetzt mal, ne, Lohn ohne das Lohnwort da mal rauszunehmen, aber das, was Gott uns gibt, dass es Barmherzigkeit ist, dass die Rettung, die Vergebung und so weiter, dass das Barmherzigkeit ist, ja, das sind wir ja im Prinzip beieinander. Und er stellt das da als der Abschlusssatz für die islamische Position. Nee, eigentlich ist das ziemlich biblisch. Und nochmal, wenn wir dann jetzt noch einige Beispiele angucken werden, wie es im Koran tatsächlich ist. Ja, und Juba Wiss fragt jetzt hier gerade, was ich sagen wollte. Abgrenzung, Barmherzigkeit und Gnade. Ich habe das, also hier drin. Aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, müsste ich mal genauer nachschauen, ob die Bibel das auch so macht, ne? Im Grunde würde ich sagen, was ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Barmherzigkeit, ich bekomme die verdiente Strafe erlassen. Gnade ist, ich bekomme die verdiente Strafe nicht nur erlassen, ich werde überhäuft mit Sohnschaft, mit Hoffnung, also ich werde einfach, ich bekomme Dinge, die ich absolut nicht verdient habe. Barmherzigkeit erlassen von gerechter Strafe, gerechte Konsequenzen, und Gnade ist darüber hinaus. Ich werde überhäuft mit Gnade über Gnade. Ne? Also ich bekomme Geschenke, Segnungen und solche Sachen. Ja. Man müsste wahrscheinlich auch nochmal gucken, was jetzt im Einzelnen, in welchen Bibelverse, müssen wir Bibelverse haben, müsste man gucken, was da für ein Wort steht und so weiter. Zum Beispiel steht in, also mit Erbarmen oder so, da ist auch das Wort, was teilweise dahinter steht, ist auch Splanchnitzomai. Also das ist im Prinzip, man könnte es übersetzen, dass einem die Eingeweide rumdreht, dass man sieht, oh, da ist jemand in Not und oh, ja, das ja, ist ja. Einen innerlich rührt und ich gehe daran. Barmherziger Samariter, ne, in dem Sinne. Genau. Das ist Barmherzigkeit, dass Gott Not sieht, Elend sieht, Hilfsbedürftigkeit sieht und er geht drauf los. Und die Gnade ist, dass es umsonst gibt. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt einzelne Bibelverse haben, gucken, was steckt da genau von Wort dahinter und was ist da zusammen.